Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video klären wir einen Begriff aus dem Betriebswirt IHK, Personalmanagement. Und zwar geht es um Personalsuche, Prüfungsgebiet Personalmanagement. Und zwar geht es um ethnozentrische Personalsuche und um geozentrische Personalsuche. Zunächst einmal, was ist hier der Hintergrund? Der Hintergrund ist Fachkräftemangel, ein Problem, das uns zunehmend beschäftigen wird in den nächsten Jahren. Und das bedeutet, dass wir auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen Personal werden finden müssen. Zwei Ansätze, ethnozentrisch und geozentrisch. Ethnozentrisch bedeutet eigene Praktiken werden übertragen. Das heißt, wenn es zum Beispiel im Inland üblich ist, eine Stellenanzeige zu schalten in der Zeitung, dann macht man das im Ausland genauso. Man guckt, was sind da die relevanten Zeitungen und schaltet eine Stellenanzeige, obwohl man das vielleicht in diesem Land gar nicht so macht oder nur ganz wenige es so machen. Ja, also man überträgt die eigenen Praktiken aus dem Inland auf das Ausland. Und geozentrisch bedeutet Anpassung an die Landes, nicht Länder, sondern landesspezifischen Regeln. Auch hier gibt es übrigens wieder eine Menge ungeschriebene Regeln, die aber mittlerweile auch in manchen Büchern aufgeschrieben werden, ungeschriebene Regeln, wie man Personal sucht, wie das mit dem Vorstellungsgespräch, dem Interview abläuft. Macht man eine Vorauswahl über die Bewerbungsunterlagen, wie zum Beispiel in Deutschland, oder lädt man zunächst mal fast jeden zum Interview ein? Das, wie zum Beispiel in Großbritannien. Ja, das sind länderspezifische Regeln und wenn man sich anpasst an diese länderspezifischen Regeln, wenn man also fragt, wie wird es denn vor Ort in dem Land, aus dem wir die Leute haben wollen, gemacht, dann geht man geozentrisch vor. Und ich wage zu prophezeien, dass diese ethnozentrische Vorgehensweise, wenn Unternehmen das zunehmend machen, erstmal gewählt werden wird. Hier fehlt ein H. Ethno, Ethno, ethnozentrisch, ich schreibe es nochmal hin. Ethno, ethnozentrische Vorgehensweise erst gewählt werden wird. Das ist ein typisches Verhaltensmuster von Menschen, wenn man etwas Neues machen soll, dann greift man zuerst mal auf etwas Altes zurück. Das heißt, diese Vorgehensweise wird erst gewählt werden. Da wird man damit fürchterlich auf den Bauch fallen und dann wird irgendwann mal jemand kommen und sagen, hört mal, so dürft ihr das nicht machen. Ihr dürft nicht eure Verhaltensweisen einfach übertragen auf das andere Land. Dort sind die Regeln anders. Und dann wird man unter Schmerzen das Geozentrische lernen müssen. Apropos Lernen, wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Ich sprach gerade vom Prüfungsgebiet Betriebswirt IHK. Wollen Sie Betriebswirt IHK werden, ohne zu leiden? Dann schauen Sie mal auf meinen Weg, mein System, meine Seminare. www.spaßlerndenk.de und mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.